Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return of the Obra Dinn. Ich weiß nicht mehr weiter. soweit ich weiß, jetzt muss ich mal kurz gucken. Soweit ich weiß, besteht die Fahrt aus... So, hier ist noch was, ne? Das Problem ist, wir können nicht so ohne weiteres... zum Ende hin. Wir können die einzelnen Leute... Achso, das war eine Theorie hier, ne? Wir können die einzelnen Leute identifizieren, wer was, wo, wie, wann passiert ist. Aber wir sind noch bei weitem nicht fertig. Und ich habe mir eine Sicherungskopie jetzt angelegt von dem Speicherstand. Wir gehen jetzt hier nochmal runter. Ich will mal wissen, was... noch eine Info bekommen, was hier... Hold on. We should go. Storm's nearly about, so we won't be coming back. If you're still business here, climb up and go. Else I'll make to port. Oh. Okay, das ist wirklich final. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das heißt, wir kommen hier nicht mehr zurück. Das heißt auch, wir können hier nicht... Ach, du Kacke. So, wer seid ihr denn? So, den haben wir erledigt. Den wissen wir noch nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Irgendwo haben wir mal Patrick O'Hagan gehört. Aber wer das ist... Das Gute ist, es sind nur noch wenige... was heißt wenige? Nur noch knapp die Hälfte haben wir hier an möglichen Opfern. Ihn haben wir identifiziert. Der ist durch. Der ist definitiv durch. So. Er ist auch identifiziert. Okay. So, dann will ich mich noch mal... aufmachen. Das Rufen. Tja. Der ist getötet worden hier. Da wissen wir aber noch nicht, ob es der ist, für den wir ihn halten. Ich hätte ja fast gesagt, dass er noch der Fenrich, wobei Schiffssteward, hier gibt es doch einen Steward. Aber wer das ist, wissen wir nicht. Wir könnten aber mal... So, wir können nur... nicht geklappt gerade eben. So, den haben wir durchbohrt. Ja. Ja, wird schon stimmen, aber das ist der Officer. Der ist definitiv geklärt. Warum hatte ich jetzt gerade wegen ihm da? Ja, ne? Was ist das da? Achso, das ist eins von diesen Wesen. Wir haben da noch einige Unbekannte. So, der war geklärt, oder? Ja, das ist er. Hier waren auch alle geklärt, ne? Hier ist nichts weiter. So.
So, der ist geklärt. Hier war doch noch ein hier. Der war, glaube ich, noch unbekannt, ne? Da wissen wir es noch nicht. So. Gucken wir mal hier spaßeshalber auch nochmal lang. Nee, okay. Da hinten. Halt. Achso. Das ist er hier. So, dann haben wir er und sie. So, sie ist ja anderweitig gestorben. Was? Durchbohrt? Ich dachte, sie wurde erschlagen. Aber okay, wenn so durchbohrt wurde und das akzeptiert, ist in Ordnung. Ich dachte, sie wurde erschlagen. So, hier ist immer noch die Frage, wer er ist. Wann sich das bestätigt, wer er ist. Hier haben wir einen Mord, wo wir uns zurück durchhangeln können. Aber leider nicht ausreichend Infos finden. Alle geladen. Los, Jungs, wir können es nur Wasser loslassen. Los hierher mit dem Kapitän. Boot ins Wasser gelassen. Die ganze Crew wird uns auf den Fersen sein. Ergib dich. So, das war der Schuss. Dieser unbekannte Stuart, ja. Leider finden wir... Was mit ihm hier passiert ist, keine Ahnung. Hier ist nicht bekannt von wem. Viel haben wir auch nur durch Raten rausgekriegt, dürfen wir ja auch nicht vergessen. Aber ich habe nirgendwo so richtig noch Hinweise, die hilfreich wären. So, wir haben hinten, das können wir nochmal machen, wir könnten die Leiche hinten nochmal antriggern. Die kriegen wir ja leider nur so. Die hat sich ja hier komplett durchgequält. Sieben von acht. Okay. Vielleicht ist ja noch irgendwas, was wir hier sehen. Kanonier und Kanoniermaat. Ich glaube, wir haben's hier. Haben wir noch irgendwas anderes? Ich guck mal hier durch die Schlitze vernünftig durch. Da. Wer ist die Person dort? Guck mal, mit dem Schwert, mit dem seltsamen. Na? Wenn wir jetzt irgendwie da drüben wären, das wär's ja. Wer ist die Person da hinten? Die da. Da lauert einer. Das ist der Aufgespießte. Den haben wir geklärt. Das ist der Doktor, ne? Ja. Und hier sitzt
verschwunden in das Verderben. Immer das Verderben. Sind verschwunden. Was kam denn danach? Das ist der unbekannte Teil mit dem Lazarett. Und danach kam die Flucht. Geflohen sind sie nicht. Ich glaube, die tauchen im nächsten Kapitel auf. Aber wir haben hier echt kaum Möglichkeit. Oder haben wir jetzt so zwischen... Wo ist denn die Person mit diesem... mit diesem krassen Schwert? Das war nicht der da. Alles seltsam. Da ist eine Person, die wir nicht zuordnen können. Teil 4 von 8. Ja, was ist denn nun mit denen? Erdrosselt? Nee, Kopf abgetrennt, ne? Geköpft. Niemals geköpft. Geköpft passt, glaube ich, besser. Den haben wir. Stirbt der? Nee. So, da ist der Dings hinten. Nach unten geht's noch nicht, da wird's erst aufgemacht. Weil ich habe mal quer gelesen, so bei dem einen oder anderen. Hier. Man kommt erst sukzessive weiter, ne? Man muss nach und... Ja, der hat so ein Schwert. So, und du bist... bestätigt. Okay. Man kommt nur nach und nach weiter, weil man nur durch diese Sprünge in der Zeit weitere Aspekte von dem Spiel offenbart. Zum Beispiel, okay, der ist soweit geklärt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier keinen weiteren finde, würde ich jetzt den nächsten Sprung machen und der Sprung wäre eher hier. Und ich kann mich damit durch die einzelnen Zeiten durchspringen. Jetzt sind wir erst in 3. Okay. Okay. Das wäre die 2. Die 1 ist eher hier. Es bringt... Schnell weg, was der vermaledeiter Teufel, noch einer hier drüben.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es definitiv nicht. Ich wäre ja fast drauf und dran, wegzufahren, aber dann wäre das Spiel zu Ende. Ich will es aber auch nicht unnötig künstlich irgendwo in die Länge ziehen. Aber ich habe immer die Sorge, was heißt Sorge, das ist ja faktisch, es fehlen noch 27 oder bis zu 27 aufgelöste Rätsel. Und ich glaube, die wären schon wichtig, dass man sie löst. Wie gehen wir noch mal nach ganz unten, wo wir hier das Verladeproblem hatten. So, wir hatten hier ein paar Räumlichkeiten, das hatten wir geklärt, oder? Mal gucken. Soldaten im Meereteil 8 von 8. So, da ist definitiv durchbohrt. Da wurde geschossen. Da unten. Was hat denn geschossen? Ist das alles? Ah, er hat geschossen. Das Schicksal ist hier nicht geklärt von ihm. Okay, der ist geklärt. Nach oben kommen wir nicht. Er hat auf alle Fälle mitgemacht. Oh, vielleicht sehen wir noch auf der anderen Seite was. Nee, leider nicht. Okay, der ist definitiv gestorben. Logisch. Nee, so lang. Tja. Da ist auch gleich wieder fast alles rum hier. Man kommt aber auch nicht weiter. Ich habe bloß Sorge, wenn ich das Off-Record spiele, ich schneide ja in dem Sinn nicht mehr großartig, so, dass ich da irgendwas anderweitig verpasse, ne? So, da ist der zerquetscht worden. Ihm wurde es in die Schuhe geschoben. Keine Ahnung. Kann aber auch nur einer der Matrosen sein. Aber welcher? Ach, ich übersteuere hier einfach alles. Die sind eh noch nicht zugeordnet. John Nepples ist auch noch nicht zugeordnet. Ist aber nicht gut. Scheiße. ich nehme mir gerade meine Dings weg. Verdammt mich. So, der ist geklärt. So, der ist geklärt. So, er ist auch geklärt.
Guck mal hier. Wurde von John Nepples erschossen. Ach, der ist doch gar nicht erledigt. Ach du Gott, warte. Schiff, nee, hier, John Nepples ist der da. Hä? Bist du das nicht? Durchbohrt? Erschossen? Hä? Der ist durchbohrt worden. Und der ist doch hier... What? Warte mal. Ja. Der ist aber nicht von John Nepples erschossen worden. Der ist doch erschossen worden von Brennan. Wo ist er denn? Ja. Hä? Habe ich jemals was anderes eingestellt? So kann das ja nicht funktionieren. So, wir können jetzt noch eine Sequenz hier generieren. Gleiche Sequenz, oder? Nee, ist sie leicht anders. Die ist leicht anders, die Sequenz. Oder kommen wir gerade irgendwie ein bisschen in den Bug, in den Kleinen? Das war hier. Wer bist du? Ich blick's gerade nicht. Ist doch die gleiche Sequenz. Ja, ich würde mal sagen, dann heißt das für mich off-record hier nach weiteren Dingen suchen. Das ist der Gestürzte, der andere Gestürzte. Der war bestätigt. Dann heißt es für mich nach Dings suchen, ja. Der Zaun ist später weggekommen. Ja, okay. Ansonsten wüsste ich hier nicht, was los ist. Oder aber ich beende das Spiel. Ach, da wollte ich eigentlich hin. So, ihn haben wir auch geklärt, ja. So, hier drüben die Russen. So.
Der wäre auch ein Russe in meinen Augen. Nochmal drei. Okay, wer? Er? Ich dachte, der wäre schon längst, aber okay. Wir haben es endlich. Wir haben es endlich. Vom Kanoniermeister. Moment. Crew. Der Kanoniermeister hat ja auch was Dreck am Stecken, weil er hat ja den einen Bengel dort, ne? Auf dem Gewissen. So, da. Auf der Flucht ist er auch mit bei. Das Problem ist, das sehe ich halt nicht, ne? So, warte mal, wir springen. Das machen wir noch. Wir springen dort. Da hinten ist der Ausgang. Wir springen da nochmal ganz schnell hin. Weil wir können zumindest dann zuordnen, dass er den Jungen erschlagen hat. Ne? Vielleicht kann man dadurch dann wieder weitere Punkte. Dazu müssen wir einmal höher. Hier. So. Er hier wurde von John Nepples erschlagen. Der ist doch aber nicht John Nepples. Das verstehe ich nicht. Der ist Brennan. Was habe ich denn da gemacht? So. So. Er wurde erschossen. Das ist richtig. Moment, können wir von ja, wo war denn das jetzt? War es der Kanoniermat? Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Es ist zu spät. Kanoniermat, genau. So, du wurdest von dem erschlagen. Du wurdest von ihm. Und du wurdest von ihm erstochen. Genau. Aber dann haben wir doch hier eine komplette Kette fertig. So, er ist nämlich bestätigt. So. Okay, hier sind sie schon am Flüchten gerade. Ist offen. Mit dem Messer, genau. Und er geht aber hinterher und erschlägt ihn. Das ist seltsam. Thank you.
Da ist wahrscheinlich sein Martis. Nee, ne? Das ist Fenrich. Das ist der einzige Fenrich, den wir noch haben. Könnte natürlich noch ein unbekannter Name sein, ne? Ah, wir wissen jetzt, wer das ist hier. Warte mal. Volkov. So, der ist von Volkov erstochen worden. Volkov, da. Okay. 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 So, du bist auch abgehauen. Was ist eigentlich hier drüben mit den Schiffern? Das heißt, der hatte versucht... In welchem Teil sind wir jetzt eigentlich gerade? Aber... Im Teil 2. Teil 1 ist dann unten die Leiche. Wo wir jetzt ja wahrscheinlich nicht hinkommen. Oder doch? Der hat ein schlechtes Gewissen. Aber wann ist das mit der Bestie passiert? Put me down. Let go. Easy now. We're in a bad way. This is good. Where is my Frenchman? The sword's gone. Your mate was talking about that. The beast is dead. How? Did you kill it? We did it. It left with the storm. Okay, dessen ist, Sache ist jetzt auch geklärt. Was ist denn hier hinter eigentlich? Mich würde aber interessieren, was hier vorher noch passiert ist. Wir sind Teil 1 der Flucht. Das heißt, was ist Ende 8? Was ist Ende 8? Ach, das ist das. Tja, hier, das weiß ich noch nicht.
Wir wissen bloß, wer es ist. Bei dem wissen wir noch gar nichts. Genauso wenig, genauso wenig. Aber, was soll ich sagen, wir kommen der Sache immer dichter. Guck mal hier. Wir haben noch das Problem, was mit Martin Perrott ist. Oh, was ist denn eigentlich mit Martin Perrott? Können wir den Namen anklicken? Leider nein. Martin Perrott. Wo ist da alles zu finden? Ruchlose Gefangene 2 ist da zu finden. Da auch. Okay, warte mal, da gehe ich doch mal kurz hin mit euch. Genau. So, ja, bist du der Kapitän? Warte mal. Raus damit, dann nach unten. Was zur Hölle geht hier vor? Was wisst ihr über diese Dinger, über die Truhe und ihre toten Freunde? Was sind das für Monster? Woher kommen die? Sie müssen uns alles sagen. Das ist ihre Schuld. Die Muschel muss geschützt werden. Wir werden alle sterben. Eher von Muschel reden. Sehr gefährlich. Muschel, was denn für eine Muschel? Ja, normal. Das ist der ja. So, aber was ihn hier ausmacht, das wissen wir nicht. Auch er ist noch unbekannt. Verschwindet er oder? Er stirbt. Hier wird gerade der Anker gelichtet. Wie ist er? Gott, wie ist der? Das hier ist der Bruder. Okay. Da können wir nämlich ein paar und die schießen nämlich schon. Warte mal. Daneben. So, du wirst auch getroffen, ne? Aber wer du bist, das weißt du nicht. Ich bin immer noch drauf, dass der Sierra Leone oder er Sierra Leone ist. Eins von beiden. Aber so wie er aussieht, ist er es wahrscheinlich. Fast getroffen. Und das ist auch ein normaler. Okay, auch ein normaler Matrose. Er scheinbar nicht. Und er ist gestorben in Ruchlos 4. Ruchlos 4.
Aber er wäre doch eher ein Arzt. Danke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Bestens, bestens, bestens. Oh, so muss das, so muss das, so muss das, so muss das. Das ist wirklich super. Die Frage ist jetzt nur... Ihn kriegen wir nicht. Und er ist ein Asiate. Oh, ich vergebe erstmal einfach was. Bei ihm müssen wir noch wissen, wie er umgekommen ist. Aber so funktioniert es, so funktioniert es. Das ist super. Wir müssen noch den... Pass auf, das mache ich auch noch. Wir müssen uns hier jetzt durchhangeln. Denn hier scheint ein bisschen mehr zu passieren. Warte. Anfang. Das Schiff. So, wir sind jetzt hier. Ruchlose Gefangene. Ruchlose Gefangene 2 ist dann die Treppe. Hier. Mal gucken, ob wir sie alle zugeordnet bekommen. Das sind die Stewards. Die sind okay. Hier ist wieder der Alte. Wer bist du? Der ist durchbohrt worden. Und du bist auch ein normaler Matrose. Du siehst aus wie ein Booth. Du bleibst doch so, wie du bist. Du bist identifiziert. Du bist identifiziert. Du bist noch nicht bestätigt. Oh. Hey, was ist denn da? Überlass die mir und ich berate uns ein spackhaftes Mahl, Jungens. Da hätten wir eine hübsche Muschel. Räumt das Deck, schafft die Brotstern nicht aus. So, das ist unser Opfer. Ach. Die habe ich hier noch gar nicht... Oh, ich habe mir das hier oben gar nicht angeguckt. Asiate. John Nepples. Jetzt ist er ein John Nepples. Hä? Hier ist der andere. Siehst du, das habe ich mir nämlich gar nicht angeguckt. Wer bist du? Der ist bestätigt. Wer ist er denn immer?
Wie gesagt, die Szenerie kenne ich hier noch gar nicht. Interessant. Weil der Ausgang unten ist, ne? Mal gucken. Wir nehmen uns doch den dritten vor. Wird eine längere Folge, Entschuldigung. Aber ich glaube, ich habe den richtigen Riecher. Ich nehme jetzt noch den hier. Jetzt komme ich aber nicht mehr nach oben. So, spätestens hier war dann klar, dass er Schreiner ist. Okay, der Schlachter. Der Maler. Okay, wir wissen auf einmal, wo er hier wieder ist. Der ist gestorben. Okay, wir bauen jetzt noch einen Sprung weiter. Einen klitzekleinen Sprung. So, warte mal. Nee, die Leiche wollte ich jetzt nicht. Nochmal hier Schiff. Teil 4. Und 5 ist die Treppe vorne. 4, Entschuldigung. Da. So, gucken wir nochmal. Ich muss da zum Frachtraum die Treppe vorne. Okay. Und das ist das da, ne? Ihr Narren. So. Der ist noch nicht bestätigt, aber ich glaube... Aber hier gibt's der ist, wie gesagt, noch nicht bestätigt. Wenn ich wüsste, wo das Bein liegt. Aber ich sehe das Bein nicht. Ich sehe das Bein nicht. Das ist zum Abbinden. So, wer ist das? Begraben, durchbohrt.
Explodierköpf gestürzt. Zerrissen. Verzehrt. Verstorben? Nee. Geköpft auch nicht. Roter fällt denn das? Verbrannt? Ist es nicht. Ertränkt, getötet, Messer. Begraben. Also ich würde ja sagen, das ist sowas. Zerrissen von... wo ist er denn? Und dann geben wir ihm hier noch irgendeinen Namen. Ne. Wobei er ist, glaube ich, eher... Nee. 18 waren zugegen. Oh. Das ist der... Okay. Da wurde jetzt seine Leiche geholt. Okay. Ich habe mir nicht alles angeguckt, genau. Ist ja schändlichst. Da haben wir noch kein Schicksal. Und da kommen wir jetzt auch nicht hoch. Okay. Wir sind ein kleines Stück weitergekommen. Aber die Frage ist, wie geht's weiter? Weiter. gut, Folgenpause. Das ist eine lange Folge. Wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht. Gucken wir mal. Wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht, aber jetzt müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Wahrscheinlich wieder nur kleine Schritte, kleine Schritte. Gucken wir mal zurück zum Titel. Wir speichern mal kurz und schauen das Ganze an. Beginnen. Wir haben jetzt 42 Schicksale, immerhin. Das letzte Mal waren es 33, wo ich umkopiert habe. Pass auf, wir machen jetzt noch kopieren. Diesmal passen wir auf. 1 auf 3. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.